Ja, hallo Freunde und willkommen zurück bei MediEvil. Ich habe jetzt rausgefunden, was die Zaubertaste ist, um etwas herzustellen, nämlich Q. Und hier haben wir auch ganz interessante Sachen, wie zum Beispiel die Handarbeit, das ist ganz normal, die Gebäude, Zäune, Möbel und Dekoration, Straße etc. Das erste, was wir machen müssen, ist eine Steinaxt. Da wirkelt er ein bisschen mit den Händen rum und paff, haben wir eine Steinaxt. So, dann das nächste. Wir sollen ja Quest gegeben, 5 Bäume fällen und unser erstes Haus bauen. Sache beim Hausbau, wir dürfen nicht zu nahe am Dorf bauen, also ans Dorf ran, dürfen wir gar nicht. Ich habe mir hier das als halbwegs normale Stelle auserkoren und wir werden hier unser Häuschen hinpflanzen. Das heißt, wir drücken nochmal die Taste Q. Wir haben genau ein Haus, das wir bauen dürfen. Und das ist dieses hier. Dafür brauchen wir 6x Rundholz. Das Holz selber werden wir nicht komplett mitnehmen können. Das heißt, wir fällen einfach die Bäume. In diesem Fall Ahornbäume. Die manchmal gar nicht umfallen. Fall bloß nicht drauf auf mich. Das ist ein sogenanntes Rundholz. Wir stecken so einen ganzen Baumstamm einfach mal in die Tasche. So, zweiter Baum liegt. Dieses Mal darf ich nicht vergessen zu speichern. Ich habe dreimal schon die Aufnahme gemacht, aufgehört zu spielen und nicht gespeichert. Hurra, alles nochmal. Falls es ein bisschen ruckeln sollte, das liegt am Spiel selber. Das ist nicht meine Schuld, ja? Oh, Pilz. Sieht nach Morchel, also da steht sogar Speisemorchel. So, jetzt können wir unser Häuschen bauen, jetzt haben wir die Ressourcen dafür. Und das ist alles, was wir eigentlich bauen können und dürfen. Sucht euch, wenn ihr es macht, eine halbwegs normale Stelle. Also, dann müssen wir auf den Hammer wechseln. Moment, das geht im Spielmenü. Dieser einfache Holzhammer, den legen wir auf die Taste 2. Drücken dann auch auf 2. Und dann sehen wir dieses Overlay. Hier können wir auswählen, welches Material wir nehmen und was wir dafür brauchen. Wenn wir mit dem Hammer hinhauen, zack, ist da plötzlich eine Wand. Hier brauchen wir schon wieder Rundholz, das heißt der nächste Baum. Ja, Nahrung. Nahrung ist ein wesentlicher Parameter für das Leben. Ohne sie sinkt der LP-Wert. Du musst essen, um ihn wiederherzustellen. Anfangs kann man Tiere für Fleisch jagen, doch rohes Fleisch kann Vergiftungen verursachen. Kennt man ja, ja? Im Frühling sind Morcheln essbar und in den Wäldern zu finden. Doch unreife Beeren können Vergiftungen verursachen. Im Sommer sind die Beeren reif und gut zu essen. Im Herbst gibt es eine größere Auswahl an Pilzen. Aber mit den giftigen muss man vorsichtig sein. Das heißt, das Spiel verlangt sogar von euch, dass ihr euch ein bisschen mit Pilzen auskennt. Ich, Naturbursche, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe viel Zeit mit meinem Opa im Wald verbracht. Er hat mir allerlei Pilze, Kräuter etc. pipapo erklärt, was giftig ist, was nicht giftig ist, welcher Baum was ist. War ein sehr kluger Mann. Der konnte sich auch mit einfachsten Kräutern Salben herstellen. Hat Bienen gezüchtet. Beim Honigschleudern, da kam die ganze Familie zusammen. Das war immer ein Event für uns. Oder alte Tierfotos schauen mit dem Tierprojektor. Das war er hat gerne fotografiert, das war seine Leidenschaft. So, dann wechseln wir wieder auf 2 und bauen uns unser Häuschen. Wenn wir auf E drücken,
können wir andere Baumaterialien auswählen, zum Beispiel dann schon mit Rundholz zu bauen, aber ich glaube für das erste wird das hier reichen. Mehr braucht es dann wirklich nicht sein, für Wände und ein Dach, wie man so schön sagt. Hier brauchen wir schon wieder Holz. Na gut, dass da ein Baum steht. Essen sollte ich vielleicht dann auch mal was. Leise schon zur Hälfte runter. Wir können auch Erzeugnisse, die wir so haben, an die hiesigen Händler verkaufen. Wie zum Beispiel Messer können wir machen, Steinmesser, eben die Steinaxt, ein paar einfache Werkzeuge halt. Wir können sogar so kleine Mini-Quests abschließen. Eine Feder, na warum nicht? Stöcke brauchen wir sowieso. Ich habe eigentlich auf den Pilz her. Oh, wir haben einen Skillpunkt bekommen. Ein bisschen habe ich mich ja schon reingefuchst. Ich will aber trotzdem am Haus jetzt weiterbauen. So eine große Auswahl, habt ihr ja gesehen, an Häusern gibt es nicht. Ich hoffe, dass sich da noch was tut, dass man größere Häuser bauen kann, weil die sind ehrlich gesagt alle ein bisschen sehr klein, was ich da so gesehen habe. Aber wir haben schon mal 4 Wände. Jetzt geht es hier oben weiter mit Stroh, da brauchen wir wieder Rundholz. Da liegt noch ein Rundholz, das nehmen wir gleich. Was man hat, das hat man. Stöcke nehmen wir auch gleich wieder mit. Haben wir ja auch genug verbraucht. Jahreszeiten und Schlaf, das ist ganz wichtig. Eine Jahreszeit dauert hier 3 Tage. Wir haben jetzt Frühling, dann kommt der Sommer, Herbst und Winter, so wie es normalerweise ist. Ja. Läuft ganz genauso ab. Und wir brauchen auch die Ausrüstung bzw. Bekleidung dementsprechend. Das heißt, ich werde mir sehr bald Felle besorgen müssen, weil wenn der Winter kommt und ich habe keine warme Ausrüstung, ja, dann kommt der Erfrierungstod. Kommt vielleicht nicht ganz so gut. So. Aber so ist das Spiel, es ist wirklich sehr angenehm. Oh, da war Johannes gerade. Oh, gleich ein paar Stücke mehr. Das heißt, wir werden in den nächsten Folgen sogar schon ein bisschen jagen gehen müssen. Na, jetzt brauchen wir wieder Rundholz und einen Haufen Stroh. Stroh wissen wir schon, finden wir beim Fluss. Holen wir uns gleich. In Form von Schilf. Ordentlichen Batzen. Also es zeigt mir Schilf an, aber ich sehe keins. Ist egal, solange wir es haben und bekommen. Ist alles gut? Und der Charakter hat den miesesten Anmachspruch, den es gegenüber einer Frau gibt, und das ist: Hallo, schöne Frau. Also, das hat noch bei keiner Frau funktioniert.
Er muss noch lernen. So, Rundholz. Na, da haben wir gleich 4 Stück. Das sollte jetzt eigentlich dann auch reichen. Bin gespannt, was ich für ein Bett brauche. Upsala. So. Das Onkelsalter Holzhammer verrichtet wunderbare Taten. Und et voilà. Minus ein hölzerner Hammer. Oh, wir haben auch gleich ein bisschen Einrichtung. Das ist ja sehr schön. Steinlagerfeuer. Nicht Ruhe. Und ja, die Hütte ist schon ausgelegt für 3 Personen, ja. Das heißt, für Frau und Kind. Also noch dazu. So. Da wir ja einen Kessel haben, Feuerholz müssen wir übrigens auch selber machen. So, schauen wir mal, ob wir jetzt einen anderen Hammer schon machen können. Hölzerner Hammer. Ne. Hier seht ihr, Brennholz müssen wir auch selber machen. Was werden wir am ehesten brauchen? Wahrscheinlich ein Messer. Und wir werden uns auch gleich... Was werden wir uns machen? Es gab irgendwo bei den... da ist er, der hölzerne Speer. Ich verdrücke mich immer mit den Tasten. Den Speer legen wir mal auf die Taste 3. Dann schauen wir uns mal das an mit dem Fähigkeitenpunkt. Das habe ich beim letzten Mal, als ich das erste Mal gespielt habe, gar nicht so wirklich verstanden. Wir haben dabei Überlebenskenntnisse. Da sind wir drin. Das ist unser Fertigkeitenbaum. Zum Beispiel können wir gegen Vergiftung resistenter werden. 10% mehr Gesundheit, 10% langsamer Nahrungs- und Wasserverlust, eigensinnig, Alkoholresistenz ist das. Ich denke, für den Anfang wäre die Temperaturresistenz gar nicht mal so blöd und das erhöhen wir einfach, indem wir die Taste F drücken. Jetzt haben wir hier einen Skillpunkt drin. Denn der erste Winter wird kommen und der erste Winter wird für uns hart werden wahrscheinlich. Kann roh verzehrt werden. Wie viel stellt er her? Na, einen Punkt. Ui. Ups. Sind wir schon ein bisschen weiter geflitscht. Schauen wir mal, ob wir in den Wäldern irgendwo was zu jagen finden. Laut wie wir sind wahrscheinlich nicht. Üppige Wälder, aber nichts drin. Kein Reh, kein Schwein, kein gar nichts. Ist auch nicht viel. Birke. Ist übrigens das beste Holz, um ein Lagerfeuer zu entzünden. Die Birke, die Rinde könnte runterziehen wie Papier schon fast. Und die enthält viele ätherische Öle. Öle brennen gut. Deshalb eignet sich diese Rinde am besten, um ein Lagerfeuer erstmal in Gang, da ist was, in Gang zu bringen. Ja, das war nix. Oh ne, die Sau mag mich nicht.
Ich hätte mir vielleicht mehr Sperre machen sollen. Lässt du mich in Ruhe? Ja. Aber die würde wahrscheinlich gleich gut. Leder liefern. Denke mal, so eine Folge, eine halbe Stunde wird reichen für den Anfang. So, dann machen wir Speere. Nee, das geht ja so nicht. Das geht so. So, Speer. Dafür brauchen wir Rundholz. Alter, was machst du für Speere? Na gut, dann machen wir es mit Rundholz. Das ist ja... Ja. Wir wollen nur eine Sau erschlagen, keinen Riesen. Na komm, fall um. Für eine Sau werden wir wahrscheinlich ein paar Speere mehr brauchen. Schauen wir mal, ob 5 reichen. Darf ich überhaupt mehrere haben? Ich glaube schon, oder? Machen wir noch ein paar mehr. Sicher, sicher. Ich will die Sau erlegen. Erstens mal hat die Fleisch. Und zweitens geht es ja um das Fell auch von ihr. Okay, jetzt fall doch um. Hallo. Leo, der mit Bäumen spricht. Sag dem Leo, das tut man nicht. Hab mal, als ich noch SAT-TV geschaut habe, Frauentausch gesehen, wo einer tatsächlich Bäume umarmen wollte. Es soll jeder ein Hobby haben, aber es sollte vielleicht auch sinnvoll sein. Ja, der Baum hat sich mit Sicherheit gefreut, ja. Und wenn es ihm was gebracht hat, dann bitte, aber ich finde es ein bisschen hanebüchen. Hölzerner Speer legen wir auf 3. Legen wir auf 4. Legen wir auf 5. Legen wir auf 4. So, hölzerner Speer, wo ist die Sau? Das ist sie. Lass mich in Ruhe! Ich habe in die Po geschossen. Zweimal Leder. Und dann warst du schnell weg. Auf jeden Fall, es zeigt Blut an. Ich will nochmal! Meine Nachbarn hatten mal ein Hausschwein, also auch zur Schlachtung. Das war, wie wir noch Kinder waren. Und dieses Schwein war wie ein Hund. Das ist mit uns zum Bach gegangen, baden. Es hat überall Häufchen hinterlassen. Aber es war sehr zutraulich und sehr anhänglich, bis es eben geschlachtet wurde. Oh, ein Reh. Ist es ein Reh? Ich habe eine Kuh gehört. Nee, das ist ein Reh. Definitiv. Und das ist definitiv weg. Und da ist ein Hirsch. Der könnte etwas gefährlich werden. Vor allem im Herbst, wenn Brunft ist. Was läuft denn da? Ach, das ist auch ein Reh. Warum bleibt das jetzt stehen? Ja, du bist ja selber blöd.
Hase. Hey, Reh. Ich hab das Reh verletzt. Das macht man nicht. Was man anfängt, bringt man zu Ende. Okay, ich habe mir aber nicht weh getan. Glaube ich. Treffe ich auch mal eine brauchbare Stelle. Was ist das? Da stecken haufenweise Pfeile drin, Speere drin. Auf 4 habe ich ja noch welche. Boah, das. So, den Hasen vielleicht noch. Der ist aber schnell. Oh, ein Fuchs! Das ist ein Fuchs! Ich liebe Füchse. Hallo. Also den Hasen werde ich eher so erlegen. Oder auch nicht. Ja, den geht auch schon die... Oh, ich habe ja auch nichts zu trinken. Ich glaube, ich werde gleich hops gehen, wenn ich nicht gleich was trinke. Deswegen nimmt meine Gesundheit ab. Darauf muss man achten. Aber ob das Flusswasser auch wirklich auf Dauer so gesund ist, man weiß es nicht. Komm, wir haben es gleich. Uiuiui. Ui, ui. Hätte ihn beinahe schon am ersten Tag gekillt. Haha. Der Überlebende, ne? So. Wir gehen jetzt zurück. Und wenn ich an meinem Haus bin, beenden wir die heutige Folge. Haben gut was geschafft. Wir haben ein Haus gebaut. Kann nicht jeder von sich behaupten. Jetzt brauche ich es nur noch wiederfinden. Da vorne ist die Brücke. Also muss da irgendwo mein Haus sein. Mensch, du hältst ja auch gar nichts aus. Aber mein Haus habe ich irgendwie schon versemmelt. Oder gibt es noch mehr solcher Brücken? Ah, es gibt noch mehr solcher Brücken. Das muss man ja erstmal wissen. Dann zeigt es mir auch mein Haus an. Haha. Glaube ich halt. Ja, da ist mein Hausi. Da ist mein Hausi. Ist ja schön neben der Straße. So, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder am Dienstag mit diesem Spiel. Und ich sage bis dahin schon Tschüss, Weidmanns Heil und Ciao. Hallo, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann bist du jetzt im Outro gelandet. Ich möchte dir danken, dass du das Video geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte die Däumchen nach oben nicht vergessen. Das würde mir auf YouTube weiterhelfen. Wenn du noch weitere Videos von mir sehen willst, dann werden die jetzt hier unten erscheinen. Eine kleine Auswahl, immer eine Playlist, immer ein aktuelles Video und wir sehen uns im nächsten Video. Du kannst mich auch gerne abonnieren. Tschüss.
bis zum nächsten Mal. Ciao.